Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Aufgebraucht-Video Teil 2 im Mai 2020. Wir haben heute den 24. und heute ist Linus sein Geburtstag. Er wurde 10. Er hat ein paar Leberwurstbrötchen bekommen und hat artig und brav mit Clara natürlich geteilt. Und ja, das ist mal so der grobe Überblick, was da leer gegangen ist. Es ist auf jeden Fall nochmal eine Menge geworden. Ich habe mich jetzt darauf konzentriert, Dinge leer zu machen, wo vielleicht noch so viel drin war, die schon länger in Gebrauch waren, um einfach vorzubeugen, dass da irgendwas kippt. Und ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt einfach an. Aufgebraucht. Moment. Aufgebraucht ist von Kneipp Schaumpflegelotion wach geküsst. Das war mit Orangenblüten. Das war ziemlich ergiebig. Das habe ich im Januar oder so angefangen. Also man brauchte davon nicht viel und ich habe dann mich ja immer abgewechselt. Ich mag das einfach nicht, wenn du 4 Wochen durch immer eine Bodylotion benutzt. Und das war wirklich, wirklich gut. Hat gut gerochen nach Orange. Einfach zitrisch mochte ich und ja, wenn ich das drauf gehabt habe, habe ich meistens das noch hinterher gesprüht, um einfach noch so ein bisschen diesen Zitrusduft zu haben. Und zwar ist das von Alverde Body Spray Yellow Smoothie mit Bio-Ingwer und Bio-Zitrone. Das hatte ich mal von meiner lieben Nadine bekommen, als wir uns getroffen hatten am Münesee. 150 Milliliter, war richtig, richtig gut, schön erfrischend, zitrisch. Also nicht Chlorreiniger-mäßig, sondern einfach nur lecker. So könnte ich mir auch tatsächlich so eine schöne Limonade irgendwie vorstellen im Sommer. Auf jeden Fall aufgebraucht, fand ich gut und das fand ich auch gut und würde ich mir auch durchaus nachkaufen. Aber ihr habt gerade einen Haul gesehen, ich habe jede Menge Bodylotion und ich habe auch noch so viel im Backup. Also deshalb erstmal aufbrauchen, bevor ich mir überhaupt was nachkaufe. Auf jeden Fall gute Produkte, beide. So, dann hat Jens von Mivolis DM, was ja früher das gesunde Plus war, Vitamin 3 Wochendepot mit 5600 IE, also Einheiten, denke ich mal. Nur einmal pro Woche, so eine Weichkapsel. Er sagt, das benutzt er. Ihm wurde das empfohlen von seinem Arzt, sowas zu benutzen und deswegen macht er das. Ist auch schon wieder nachgekauft, werdet ihr dann im DM-Haul sehen. Ich habe online bei DM bestellt, weil die aktuell keine Versandkosten hatten für DM, meinen DM-Kunden. Und deswegen habe ich da noch ein bisschen was bestellt und ich brauchte auch noch ein bisschen was für Uli, weil die hat jetzt bald Geburtstag. Und ja, deswegen, also hatte ich im Parfüm Dreams Haul erwähnt, da werden jetzt noch ein paar Haul-Videos kommen. Ja, auf jeden Fall haben wir die schon wieder nachgekauft. Ich benutze die nicht, er benutzt das, ist damit sehr zufrieden und deswegen auch wieder nachgekauft. 3 € und ein bisschen. So, dann aussortiert diese Nagelfeile. Oh, da ist eine Peel-Off-Maske ausgelaufen. Die ist von Essence mal aus dem Adventskalender gewesen. Die ist runtergerackt, die ist wirklich runtergerackt. Die darf jetzt weg. Fand ich gut, war so ein Buffer, war nicht so groß. Hatte so 4 Seiten, dass ihr die auch glätten und so konntet. Fand ich wirklich gut. So, dann hat Jens noch von Omnivit Vitamin C Tabletten gemacht, da hatte er sich vergriffen, er wollte eigentlich Multivitamin, hatte jetzt aber die, nimmt er einmal am Tag eine, ich glaube die sind von Norma, kann das sein? Steht hier nicht, aber ich glaube die hat er bei Norma gekauft, ja, oder bei Penny? Ne, bei Penny, aber gar nicht bei Norma, er war bei Penny, ja, da hat er sich vergriffen, er kauft die immer da, wo er gerade dann ist, genau. So, dann habe ich etwas leer gemacht. Oh Gott, das stand sehr, sehr lange unter der Dusche. Es ist von L'Oreal Elvital Farbzündmaske Color Refresh in Rot. Sollte so ein bisschen dafür sorgen, dass die Haare, wenn die schon so leicht ausgeblichen sind, nochmal so ein bisschen einen Farbglanz kriegen. Das stand ziemlich lange unter der Dusche, hat aber ziemlich gut funktioniert. Ich habe es aber jetzt nicht sehr oft verwendet, sondern immer so in der Zeit, kurz bevor ich vorm Färben war. Und das letzte Mal habe ich das jetzt vor einer Woche oder so verwendet. Da hatte ich mir dann nochmal die Haare gewaschen und da war halt nur noch so viel drin und ich wollte es halt gerne leer machen. Und jetzt ist es leer, das war cool. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. Ich glaube, ich habe es von meinem Papa. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wo er das gekauft hat. Auf jeden Fall fand ich es gut und wenn ich es nochmal sehe, würde ich es mir mitnehmen. So,
Dann habe ich eine Handcreme leer gemacht von Camille Express Hand- und Nagelcreme. Das ist eine, die zieht super schnell ein, dann kann man gleich auf dem Smartphone wieder rumtupsen. Die stand jetzt bei mir im Homeoffice, vorher war sie im Büro, weil ich ja den ganzen Tag auf der Tastatur tippe und den ganzen Tag Telefonhörer am Ohr habe. Und da brauche ich halt eine Handcreme, die schnell einzieht, wo ich nicht noch 5000 Mal irgendwie gucken muss, dass sich das verreibt. Die hatte ich schon mal bekommen von Cindy, habe sie mir danach gekauft und finde ich gut, würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Die hat einen ganz tollen Duft. Ja, so ein bisschen pudrig, blumig. Ja, und wie gesagt, zieht gut ein und pflegt die Hände und durch das ganze Händewaschen und so müssen wir jetzt eben ein bisschen mehr cremen. Ich habe aber noch so viel Handcreme, deshalb würde ich sie mir aktuell erstmal nicht nachkaufen. So, dann habe ich eine Taschentücherbox genährt von Rewe mit einem Füchsi drauf. Ich werde das Füchslein hier ausschneiden, weil hier ist es nur so komisch drauf. Das ist doof. Auf jeden Fall werde ich es mir halt hier ausschneiden und dann werde ich das wahrscheinlich irgendwo draufkleben in meinen Filofax oder so. Ja, gibt es aktuell bei Rewe 100 Stück für 95 Cent. Ja, haben gut funktioniert. Jens hat von Sorthaus Totes Meertherapie sein Anti-Schuppen-Shampoo leer gemacht. Aktuell nicht nachgekauft, sondern irgendwas mit Teebaumöl. Er wollte mal wieder wechseln. Das riecht ja auch so ein bisschen nach Teebaumöl. Ich glaube, das ist da gar nicht drin. Naja, auf jeden Fall kostet 2 Euro und ein bisschen. Er wird sich das auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ja, aber er wollte mal Abwechslung. So, dann habe ich Masken gemacht, ein paar, und Augenpads. Ja, Augenpads habe ich einmal die Hydrogel Under Eye Mask gemacht, die sind von Action, die sind super. Die sind mit so schwarzer Spitze, wie halt hier auch zu sehen. Finde ich gut, würde ich mir auch durchaus nachkommen, aber ich habe noch so viel, ich will jetzt erstmal aufbrauchen. Dann habe ich diese Maske gemacht mit meinen Mädels von Action, The Mask Doctor Vitalizing Spirulina Face Sheet Mask. Die hat, Entschuldigung, die hat ein bisschen am Anfang komisch gerochen. Dann ging es, ich glaube Spirulina sind doch so Meeresalgen, oder? Könnte die Verpackung fast vermuten lassen. Auf jeden Fall, am Anfang mochte ich den Geruch nicht, aber die hat mega gut gepflegt und könnte ich mir auch vorstellen nachzukaufen. Ja, die Maske haben wir gemeinsam gemacht von Katia Vera, die Rosenwasser-Hydrogel-Maske. Ich fand die mega, auch wenn meine Haut an der einen Seite hier reagiert hat. Aber ja, ich kann euch das Video, wenn ich es nicht vergesse, oben einmal beim i verlinken oder unten in die Infobox. Genau, das haben wir zusammen gemacht. Ich mochte den Duft, es hat mich überrascht, dass es halt so pudrig, blumig war und nicht nach Rose gerochen hat. Und ich mochte das Design und ja, könnte mir auch vorstellen, sie nachzukaufen, wenn ich nochmal irgendwie zu Müller komme. Dann habe ich von der Marie Colette Limited Edition Unterwasserwelt eine Anwendung leer gemacht. Sieht wunderschön aus. Passt ja jetzt auch so in die etwas wärmere Jahreszeit. Das hatte ich noch von Nina in einem Tauschpaket und habe mich damals halt mega gefreut. Oder in einem Trash-Paket, weil ich die echt gut fand. Und die riecht sehr aquatisch. Die ist blau und die ist gut. Dann habe ich meine Füße gepflegt mit der Balea Fußmaske. Die hat für mich für 2 Anwendungen gereicht. Sind 15 Milliliter drin, ist vegan. Meine Füße waren danach mega weich, haben sich mega gut gepflegt, angefühlt. Ja, war mal nett. Ich wollte die einfach mal ausprobieren, deswegen hatte ich mir die irgendwann mal mitgenommen. Dann habe ich von Isana Zuckerpeeling mit Kokos und Verwöhnmaske Ananas. Das war so ein 2-in-1 Gedöns. Leer gemacht, auch von meiner lieben Nina bekommen. Die Ananasmaske hatte ich ja damals im Gesicht nicht vertragen, deswegen habe ich sie dann diesmal auf dem Dekolleté ausprobiert. Und ich muss sagen, ich habe sie da auch nicht vertragen. Ich hatte danach alles voll mit Pickelchen. Das Peeling war gut. Würde ich die nochmal bekommen? Bei der Limited-Edition gibt es eh nicht mehr, aber würde ich die nochmal irgendwie in einem Trashpäckchen oder so bekommen, würde ich halt das Peeling benutzen und die Maske dann halt an jemand anders geben. Ja, aber das Peeling war gut. Und dann habe ich mit meinen Mädels die Isana Tuchmaske Happy Pinguin gemacht mit Hyaluronsäure und die sollte Feuchtigkeitsspende sein. Also man hatte nicht so einen riesen
Pinguin auf dem Gesicht, sondern es waren so viele kleine auf dieser Tuchmaske und die war gut mit Feuchtigkeit. Also die war feucht und die hat gut gerochen und die hat mir gut gefallen. Und wenn sie die vielleicht nochmal rausbringen, würde ich sie mir nachkaufen. Alleine schon wegen dem Design. Großartig. Dann haben wir von Dr. Best diese Zahnbürsten quasi ausgetauscht. Die sind jetzt nicht aufgebraucht. Wir hatten vorher beide eine Humble Brush. Die sind jetzt aussortiert. Jetzt hatte ich noch welche hier im Backup von Dr. Best. Da waren noch zwei drin. Die mögen wir, die würde ich mir auch durchaus wieder nachkaufen. So, gebadet habe ich mit Endless Weekend Feeling Dream Big mit dem Duft von Mandelmilch und Blüten. Das war pink, das hat mir gut gefallen, hat ein bisschen geschäumt, hat gut gerochen. Ja, war lecker. Hatte ich schon mal, war jetzt mein zweites und war gut. So, ihr Lieben, ein bisschen haben wir noch. Ich habe noch ein Duschgel leer gemacht von Isana Duschgel Travel More Worry Less. Das war eins, was sehr, sehr, sehr frisch war. Aber auch das hat leider mit meiner Haut nicht so richtig gut reagiert. Und ja, deshalb habe ich das dann in den Seifenspender umgefüllt. Da war dann nur noch an den einen Tag so viel drin, oder so viel, viel mehr. Und dann hat das Jens halt zum Duschen aufgebraucht. Er fand den Duft gut, es hat auch bei ihm gut gerochen, sagte er. Ich habe da nicht an ihm geschnüffelt. Auf jeden Fall 300 Milliliter hatte ich mal von meiner Sarah. War an sich ein gutes Duschgel, aber meine Haut mochte das irgendwie nicht. Ja. Was meiner Haut hingegen sehr, sehr gut gefallen hat, war von DKNY, also Donna Karan New York, Be Delicious. Das war so eine kleine Probe. Ich möchte halt so ein bisschen auch die Proben jetzt aufbrauchen. Davon habe ich noch ein Duschgel und noch eine Bodylotion und auch das Parfüm. Und ja, das roch gut. Das roch frisch. Toll. Hat mir gut gefallen. Ja, so, dann habe ich meine Sundance Anti-Aging oder mein Sundance Anti-Age Sonnenfluid aufgebraucht. Das habe ich auch mal von Sabrina bekommen, das habe ich jetzt halt benutzt, wo halt die Sonne ziemlich viel bei uns geschienen hat. Und ich bin ja dann morgens immer gleich mit den Hunden gegangen vom Homeoffice und habe ich das jetzt benutzt. Das war okay, mir hat das auch mit dem Pumpspender gefallen. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, es nachzukommen. Ich habe aber noch so eine Sonnengeschichte fürs Gesicht und das brauche ich erstmal auf, bevor ich mir jetzt irgendwas nachkaufe. Ich habe auch noch so viele kleine Proben, die ich irgendwie jetzt im Juni leer machen möchte. So, dann von Heavenly by West in Spa YT Aloe Body Lotion. Die hat mega gut gerochen, hat gut gepflegt, hat mir gut gefallen. Hatte ich auch mal von Sabrina. War so eine Probegröße und ja, ganz toll. So ein sauberer, frischer Duft. Großartig. Großartig. So, dann habe ich von Lovely Soft Cleansing Foam mit Manuka Honig Paola Maria by DM. Den habe ich von Uli im Adventskalender gehabt oder zum Geburtstag. Eins von beiden. Und ich habe den irgendwie Anfang, wann habe ich das denn angefangen? Also es ging mega schnell leer. Ne? Also da hatte ich nicht lange was von. Der Schaum war okay, aber die Reinigungswirkung fand ich jetzt nicht so gut. Und er hat ein bisschen wenn es so ein bisschen an die Augen gekommen ist, hat halt das Ganze gebrannt. Den anderen, den ich von Sabrina hatte, dieses Gel, dieses Blauer aus dem Aldi ist, finde ich, um Längen besser. Ja, würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, weil es mir nicht so super gut gefallen hat. Hat auch, wie gesagt, nicht lange gehalten. So, Jens hatte eine Zahn-OP und musste sich dann aus der Apotheke Meridol Med so eine Mundspülung holen, um das dann, ja, damit da keine Bakterien und so weiter und so fort. Er fand das ganz okay, sagte er, und schmiss das dann in die Tüte. Ja, ich soll es euch zeigen. Habe ich jetzt hiermit gemacht. Dann habe ich von Balea Golden Moon ein Deo leer gemacht. Das riecht ja wie das Alien von Terry Mogler. Und ja, ist halt ein sehr schwerer Duft. Cindy würde der überhaupt nicht gefallen, das weiß ich. Aber ich mochte den und ich habe es jetzt leer gemacht, hatte ich von meiner lieben Nina mal bekommen. Genau. So, auch von Nina gab es mal von Schauma Repair und Pflege die Pflegespülung.
hat jetzt nichts großartig für meine Haare gemacht. Also Schaumer, finde ich, hat ganz, ganz doll nachgelassen. Kein Nachkaufprodukt, aber leer. So, dann ist mir das runtergefallen. Deswegen ist es dann aufgebraucht. Ich hab so viel Zeugs. Wartet, wie machen wir das? Was runtergefallen ist, zeige ich euch später. Ich habe noch einen Lippenpflegestift leer gemacht. Von Blistex Happy Lips Ready for New York. Hatte ich mal von meiner lieben von der Sarah. Den habe ich in meiner Handtasche wieder gefunden. Ich habe den aufgebraucht. Der war mir zu fruchtig. Kein Nachkaufprodukt. Dann habe ich eine kleine Probe von Clarins leer gemacht. Das war so ein Serum. Das hat mir für ein paar Tage gereicht. Für 3. Ja, war so orange wie die Verpackung. Hat jetzt aber nichts Besonderes mit meiner Haut gemacht. Dann habe ich noch eine Maske leer gemacht von Cardia Vera. Die Peel-Off-Maske. Großartig. Dann von Sarah auch von Lovely die Eye Cream mit Manuka-Honig passend zu dem Schaum. Die fand ich hingegen wirklich, wirklich gut. Die war so gelblich und die hat mir lange gereicht. Ich habe die im Dezember angefangen und habe sie jetzt alle gemacht. 15 ml. Ganz tolle Augencreme. Ich glaube, ich habe jetzt noch eine von Clinique. Und ich habe noch so kleine Proben von Biotherm. Die brauche ich jetzt erstmal auf, bevor es dann mit der Clinique weitergeht. Aber die war gut. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Dann von Essie Nagellackentferner. Good as gone. Ja, muss man nicht unbedingt haben. Aber war okay. Also mit Glitterlack hat er halt ziemlich Schwierigkeiten gehabt. Mit dunklen Lacken ging es und mit normalen Lacken. Das hat super funktioniert. Aber jetzt nicht unbedingt mein Favorite. Aber ich werde mir die kleine Abpackung aufheben, um meinen Nagellackentferner umzufüllen, wenn ich in den Urlaub fahre. Deswegen heben wir das auf. So, dann habe ich von L'Occitane ein Nachtserum leer gemacht. Da ist noch was drin, aber ich kriege es nicht mehr raus, weil diese Kügelchen und dieses Serum halt nicht bis unten kommt. Und das ist das Problem. Es hat mir mega gut gefallen, es hat gut gerochen und meine Haut hat sich sehr gepflegt angefühlt. Hatte ich auch von Sabrina bekommen. Ja, ich kann das aber auch nicht aufschrauben. Also ich habe sogar Jens gefragt, ob der mir das irgendwie aufschrauben kann. Das geht alles nicht und deshalb, ja. Aber es war toll. So, dann noch dekorativ. Was mir runtergefallen ist, ist von Trended Up Face Contouring Set. Deshalb, also den in der Mitte habe ich ja gar nicht benutzt. Ich hatte ja nur den braunen für meine Augenbrauen und für die Kontur benutzt und das Puder war ja schon leer. Hier war nachher nur noch irgendwie so ein Rand, also auch nicht mehr mega viel, aber es ist mir halt runtergefallen. Ich zähle also die beiden nicht als aufgebraucht, sondern nur das und werde das jetzt in meine Kiste legen für aufgebraucht. Und dann habe ich von Essie meinen ersten Nagellack alle gemacht. Also den ich je besessen habe. So. Das ist von Essie die 73 Cute Ass Button. Und der war schön. Der war wirklich schön. Aber wie ihr seht, er ist leer. Ja, ich bin da jetzt ein bisschen bei, was leer zu machen. Das wisst ihr. Und nach gefühlt 100 Jahren von P2 ist die 012 Kärntner Straße leer gegangen. Ja. Das ist so einer, den hatte ich dann jetzt die ganze Zeit auch in der Handtasche und so weiter. Und ich habe euch ja auch gesagt, dass im Homeoffice ich mich immer so ein bisschen hübsch machen muss, weil wenn ich das nicht tue, habe ich einfach das Gefühl, dass ich nicht genug schaffe. Und ja, und dann hatte ich den halt drauf und habe den immer mal wieder aufgetragen. Und ich fand den gut. Ich habe aber noch so viele in dieser Farbe und deshalb würde ich ihn mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Und ich könnte ihn auch gar nicht nachkaufen, weil P2 gibt es ja hier nicht mehr. Ja, ihr Lieben. Tüte ist leer, war wieder eine Menge. Wie weit? Ja, fast 19 Minuten dabei. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.